Guten Tag und hallo, wie geht's denn so, meine Damen und Herren? Und willkommen zurück zu Monster Hunter Rise. Zusammen mit dem Skyest Nummer 23. Hallo. Hi. Da ist ein unbekanntes Monster. Wie viel Nullbeeren gab's in der Kiste für ein 2x2, ne? Ja. Das ist 4 Stück insgesamt. Ja. Ich schaue mir da am liebsten zuerst mal das unbekannte Vieh an, was in der Neun rumgammelt. Was ist das denn? Giftkunai. Achso. 5 Stück nehme ich mal mit, einfach so. Ja, ist immer gut. Kann man mal machen. So, wie man jetzt schon sieht, habe ich mir tatsächlich die Einbohrrüstung gemacht. Weil sie einfach nur geil ausschaut. Und die Einbohrrüstung-Doppelklingen. Weil sie auch geil ausschauen. Und ich habe versehentlich... oh, das ist ein Nagahuka. Ich habe doch versehentlich... Oh, was ist das denn für ein Reptil? Das ist der Tobikadachi. Ach, das Viech, das wir jagen müssen. Ja. Okay, dann kommen wir her. Erstmal Blitzbombe in ihm zünden. Schön geblendet. Wir rennen toxischer Abwehr hinterher. Tobikadachi. Hast du es nicht beschrieben? Ja. Laufende Donnerviper. Ah, ich sehe es, ja. Dem gab es in World eine richtig dämliche Unterart. Zum Glück ist der nicht allzu groß und auch nichts gepanzert, das gefällt mir. Aua. Making progress. Wow. Ganz ruhig, Bruder. Aua. Kann er so komische Stacheln aus seinem Schwanz abschießen? Haben Sie es richtig gesehen? Ja. Nein, das ich kann mir auch. Hilfe! Nein! Hilfe! Ah. Oh, ja, ich bin fast tot! Wow, der kann ja fliegen! Was zum Teufel? Gleiten. Gleiten kann er. Direkt fliegen kann er nicht. It's not over yet. Sich erstmal verpacken. Ist das normal bei dem? Die erste Runde lief doch gar nicht so schlecht. Don't mind if I do. Ich habe die Dorfquest von dem schon länger gemacht und da war einfach so nervig. Okay. So, jetzt hat er mal 3 Kunai bekommen von mir. Schöner Luftangriff an der Stelle. Wow, aua. Wow! Ganz ruhig, Bruder. Übrigens nur mit dem Loot Paar 1 am Start. Die Wasserdoppelklingen vom Lootrot. Loot 2 ist noch nicht verfügbar bei mir, oder gibt es vielleicht gar nicht, ich weiß es nicht. High Rank dann schon. Wenn ich überhaupt bis dorthin komme, heißt es. Kommen wir schon hin. Da werde ich persönlich dafür sorgen. Da bin ich ja mal gespannt. Aua.
Das habe ich jetzt eigentlich nicht, aber egal. Genau. Ja. Wow. Aber mag den. Wow. Ja, ich mag's. Auch mit deinen Blitzstacheln nach mir zu schießen. Oder Schuppen oder was? Oder mehr als Cent. So, der gefällt mir irgendwie. Der ist irgendwie cool. Irgendwie mag ich ihn. Noch. So, bei mir ist der Fall. Weiß er nicht. Weiß er nicht. Beenden wir seinen Spaß. Ja, Bro. Hör mal. Na komm mal her, Jakob. Ja, ja, ist ja schön. Voll. Achtung, nicht auf die Balkon. Nicht für die Passwort bauen. Oh, aua. Das war meine Schuld, tut mir leid. So, Passbombe. Passbombe. Ah. Verdammt. Das hat gebackfired und zwar komplett. Hab sie ausgelöst. Hingenommen. Ich lenke ihn ab. So lange es noch geht. Oh Gott. Jetzt raus wieder mal komplett. Oh, das geht! Was denn? Ich hab grad eine Bombe auf ihn geworfen. Eine Passbombe. Hä? In der Luft kann man ihn werfen. Die große. Hä? Wie in der Luft kann man in der Luft. Wenn ja, du in der Luft bist, und das Ding ja ausgewählt hast. Ja, kannst du es einsetzen und werfen. Heftig. Ich hab's eigentlich nur gespammt, dass ich es so schnell wie möglich placen kann, sobald okay. ich wieder am Boden war, aber irgendwie hab das doch wohl geworfen. Was ich cool finde. Erstmal eine Runde schärfen und bisschen eine beschissene Nachricht gerade, aber der geht Richtung Nagakuga. Nagakuga war welcher nochmal? Der ganz schnelle. Okay. Wenn sich die beiden sehen, ne? Dann geht's. Der macht's noch aufs Maul. Vielleicht gehe ich auch so weit und lock den Nagakuga hierher. Oh ja, ist aber. Dass er sich für uns und den Werten Publikum macht. Ja, wir haben sich. So, der ist gleich da oben. Ich schmeiß mal zum Giftwurfmesser. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ja, für kurze Zeit Vergiftung. Auch den Schwanz. Du musst aber auch direkt vor ihm stehen. Dann Naga! Dann Naga! Dann Naga! Warte da! Ich sehe nichts. Hinter dir ist er. Oh ja moin, was ist das denn? Ach du Scheiße. Der Nagakuga. Oh. Stimmt, du hast mal was von einem pantherfarbenen Viech erwähnt. Ja, das ist der Pantherdrache. Ja moin. So ihn zu verjagen. Warte. Ne, ich hab ne andere Rede. Und rauf auf ihn! Mann, das wollte ich haben. Zu spät. F den probieren. Versuch's. Auf ihn mit Gerüll. Mann, ich verstehe nicht, wie man das Gleichgewicht wieder findet. Welchen Button musst du denn da hämmern? Erklär mir das mal. Ist A oder B oder RC oder RB oder welchen Button musst du hämmern, um das Gleichgewicht wieder finden? Wenn du rumtaumelst, erklär mir das bitte mal. Ich kann mir das nie merken. Darfst du nicht schleudern, das ist das Problem. Ja, hab ich ja nicht. Ist der Nagakuga angreifen? Oh, warte, da kann man das Nagerzeug holen für die eine Sachen, die man haben wollte. Wir können jetzt richtig hirnrissig sein, ne? Der ist ja auch cool. Der erinnert mich irgendwie an einen Nachtschatten. Bisschen. Sind wir hirnrissig? Keine Ahnung, sind wir das? Lass den Nagakuga töten. Was zum Teufel? Aber haben wir dafür nicht die falschen Waffen ausgerüstet? Nee, egal. Ich hab die Erfahrung ausgerüstet, die ich jahrelang gegen das Vieh gesammelt habe. Nicht. Der ist cool. Also die zwei Viecher gefallen mir. Ah. Boah, er scheint mir direkt ins Ohr. Der Scream ist einfach nur geil.
Oh Gott, ich bin fast tot. Schnell, lass mich mal zu dem Baum da unten. Ich bin wieder mit Auge. Das Coole ist, der richtig geile Touch. Wenn er mad ist, dann leuchten seine Augen. Okay, tun sie das nicht so oder so? Ja, noch mehr als vorher. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Aua! Okay, zum Glück. Und der schießt seine Schwanzstacheln. Ja, das habe ich gesehen, aber zum Glück kein Schwanzeffekt. Genau, das macht er nicht. Aua! Jetzt bin ich aber benommen. Oh nein, 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 ich krieg nicht. Aua! Ich krieg ja nur auf die Schnauze. Aua! Nein, bitte nicht! Geh doch weg! Jetzt ist Feierabend. Zuko, Zuko, komm her! Was macht mein Dude? Und schon wieder bin ich benommen. Ich bin so tot. 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 Nein, doch, nein, doch, nein, ich hab's überlebt irgendwie. Sauf Tränke und hau ab. What the hell? Ja moin. Sauf noch einen Trank, komm. Ich hab grad gesoffen, Alter. Es hat mich der Trank so umgebracht. Okay, er verpiss dich, er verpiss dich. Oh mein Gott, was war das? Bin ich gebrüllt. Scheiße. Oh mein Gott. Auf bin mitgebrüllt. Naga, hallo. Dein alter Freund ist wieder da. Aua. Warum habe ich Schaltbomben ausgerüstet? Schaltbomben bringen nur bei Pieren, was die unter der Erde sind, hast du gesagt, ne? Ja. Wenn du schaffst, deine Flügel zu brechen, dann fällt er für kurze Zeit um. Okay, interessant. Den Schwanz kann man zweimal brechen, einmal zur Narben und einmal abtrennen. Ja. Und zwar in dieser Reihenfolge. So, habe ich jetzt hier mal. Einmal zur Narben, zweimal abtrennen. Einmal zur Narben und einmal abtrennen. Ah, okay. Schön auf den Kopf. Bei dem Vieh sinkt wir leichter auf den Kopf. Kann man von Narben. Auf den Kopf sogar noch. Manchmal ist es echt leichter. Ja, Beispiel jetzt. Ja, jetzt ist er auch am Baum darum. Dem geht's nicht mehr so. Immerhin hält er den Kopf nieder. Das gefällt mir. Und eine coole Mucke hat er, oh mein Gott. Ja, das ist wohl eine der geilsten Monster-Themes, die es einfach nur in der Franchise. Oh mein, das ist noch den Schwanz. Ich finde, seit World ist die Mucke von den Viechern nicht mehr ganz so extrem wie früher. Früher hat es dann nochmal richtig reingeballert. Und damit meine ich wirklich so Doom-mäßig. Okay. Was scheint deine Flügel ein bisschen gepampelt sind oder waren das dann nicht mehr? Ja, ja. Er ist so die Flügel. Okay. Ist ja wirklich fast schon Metall. Und es ist sogar recht gut mit Doppelgänge gegen den zu fighten. Ja, ich merk's. Kannst die Stellung gut angreifen. Eben, dann bist du einfach fast wie hier. Panzerdrache. Eines der geilsten Viecher. Seit Freedom United Fan-Favorit, also seit dem Game, in dem er zum ersten Mal erschienen ist und nach dem Scream. Wow. Kommt oh. Irgendwie vor, meine Rüstung hat teilweise Rohrstöpsel. Ah, jetzt glühen seine Augen, jetzt habe ich es gesehen, ja. Ja, jetzt ist es auch dunkel, im Dunkeln leuchten sie viel besser als am Tag. Boah! Aua! Dann ihm so eine richtig coole Narbe ins Auge verpassen. Okay. Wenn man oft genug auf seinen Kopf schlägt. Geh mal was. Blitzbombe! Bam! Hat funktioniert, nice. Große Wirkung auf ihn. Nicht? Doch, doch. Das wird halt unkontrolliert angehalten. Was ist das? Ich schlag die ganze Zeit auf seinen Schwanz, aber macht keinen Damage, okay? Sonst ein Bug. So. Oh. Ja, unsere Befehle lauten anders. Aber ich scheiß drauf. Das ist ein halbiger Tod. Befehle haben wir nicht. Das sind ja nur Quests, die wir annehmen. Das sind ja nur
genau. Cockpit-Mission. Was wir dann nebenher machen, kann ja egal sein. Und obwohl du abreißt deine Flügel, solltest du trotzdem draufschlagen. Wenn die brechen, liegt am Boden. Was liegt am Boden? Wenn du seine Flügel zerbrichst, dann liegt er am Boden. So, ja, hast du schon mal erwähnt, ja. Obwohl du abreißt, solltest du damit draufschlagen. Das ist scheißegal. Du hast endlos viele Wettsteine dabei, also ist scheißegal. Früher warst du auf 20 limitiert. Jo. Da musstest du auf der Map dann entweder bei Erzquellen oder sonst irgendwo am Boden nach Dingens graben. Dingens graben. Ja. Dafür. Die zwei Pfeifen, dann wäre das auch optimal. Okay, perfekt, tun sie. Auf den Nager mit Gerüll. So, ist einfach. Gegen andere Monster ist er so schwach. Ja, oh ja. Mag sein. Auf den Schwanz, auf den Schwanz, gib ihm, komm! Verdammt, ich weiß nicht, was denn? Ich wäre echt froh, wenn mein Jäger mal gut mit sich sagen würde. Aua. Er hat aber keinen Bock drauf, mich sehen. Er lässt sich lieber abschlachten und fängt auf die Gegend und lässt sich benehmen. Okay. Nager ist ein schwieriges Vieh. Denkt in der Welt. Viel. Einer der stärksten Viecher. Jawohl, schön in die Schnauze. Ja, wo willst du denn hin? Er humpelt. Sieht er schnell. Das ging aber. Ne, er schrumpelt nicht, oder? Das ist humpeln. Weiß es nicht. Ah, unser Hauptgegner. Die ist nochmal kämpfen. Ah ne, Nager macht Abgang über die Höhle. Kann ich eigentlich schon wieder hin? Genau, das frage ich mich an der Stelle auch mal. Bist du eigentlich? Da aber wirklich. Ich bin über dir. Ich bin mich versehentlich irgendwie auf dem Berg hoch geseilt. Ah, ich bin oben. Auf den Nager mit Gebrüll. Den lasse ich mir nicht auf die Waffen gehen. Bin aber schon so heftig zugerichtet. Den lass ich mir nicht auf die Lappen gehen. Bring mal den Almatron mit. Oder auch nicht. Der macht's vom Marker. Dafür kommt der Beschatten wieder. Oh.
aufs Maul. Das war das Auge. Oh ja, ich hab's gesehen. Boah, geil. Jetzt wäre der Schwanz noch cool und dann, dann haben wir's. Schwanz ist gar nicht so einfach. Ich hoffe, mich macht es nicht erwischt hat. Weißt du was? Pass auf. Ich schmeiß noch mal eine Blutbombe. Schön. Wie ging das mit den Seilkleidern bitte nochmal? Eben und dann angreifen. Das Ding ist, wenn ich. Aber das geht doch gar nicht. Doch, das geht sehr wohl mal. Nein, ich wollte keine Blitzbombe verschwenden, danke. Gott, ich hasse die Störung von diesem Spiel, habe ich das schon mal erwähnt. Und nein, ich werde sie nicht ändern. Weil ich sie dann noch mehr hasse. Dass man eben den Schwanz kaputt machen kann. Damals ging es zumindest. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch geht, aber. Wenn das nicht schon interessiert ist, eigentlich. Weiß es nicht, manche Schwänze halten einfach sehr viel aus. Ich sage jetzt mal nichts weiter dazu. Schon wieder will er weg. Wieder weg, sag du. Ah, er geht für Gargos schlachten. Okay. Prime Time, um ihm den Schwanz abzutrennen. Boah, er scheint mir direkt ins Gesicht. Das kann er gut. Das habe ich gehört. Gut, aber Doppelfinger war noch nie das richtige Werkzeug, um Schwänze abzutrennen. Oh doch. Ja, das dauert halt länger. Sagen wir mal so. Ah, jetzt ist er vernarbt. Ah, nice. Glaube ich, oder? Ja, man sieht, er hat Stacheln eingezogen. Nicht nur das, es hat noch dezente Narben auf dem Schwanz drauf. Das sehe ich jetzt nicht, aber seine Stacheln, die er vorher ausgefahren hat, hat er jetzt auf jeden Fall angezogen.
wenn das noch kein Zeichen ist. Hat dem nicht so gefallen. Hey. Aber denk mal darüber nach. Ist dir gefallen? Aua. Und das ist mit rausgekommen. Ah, okay. Das kann er nicht. Das kann er selber bestimmen. Irgendwer muss uns kühlen, das geht nicht mehr. Das ist nicht, keine Ahnung. Oh. Ich sehe auf jeden Fall nichts, wenn er in der Kamera steht. Gab es hier nicht irgendwo eine Reihenlinie oder hast du die schon aufgebraucht? Ja, die habe ich schon. Die habe ich schon. Er humpelt, glaube ich, oder? Ist das Humpeln? Nee. Nee, nicht wirklich, ne? Ah, sweet! Anyways, schärfen die nächste. Wäre ich fast wieder falsch abgebogen. War nicht so gut. Jawohl, ich hab's geschafft! Dein Schwanz ist ab! Jawohl! Ich hab's geschafft! Danke, das geht. Hat anscheinend noch eine Ewigkeit gedauert. No, schade, kannst du mich nicht mehr treffen, scheiß Vieh. Na, wer ist jetzt drauf? Aber looten lassen kannst du mich schon noch, oder? Ja, es ist schon gut, ist schon fast gut. Digga, jetzt reicht's aber ehrlich. Wann auch immer ich einen Schwanz lootern will, schürzt sich das Vieh danach einfach nur noch auf mich. Aber kommt da schon wieder, siehst du? Boah, schön. Hat er sich gerade selbst abgeknallt? Ja, das war ich nicht von oben gekommen. Darf man down oder ein? So. Ah, nice. Wollte gerade fragen. Ja, nice. Ja, nur Geduld. Nur Geduld mit den großen Drachen. Jetzt haben wir aber noch Zeit für den anderen. Der hat sich inzwischen wahrscheinlich voll geheilt. Nein, ganz voll heilt, kann sie sich nicht. Nagakuga Schwanz, Nagakuga Mark. Nagakuga Schuppel und. Narakuga Schuppel. Okay. Und was sagst du zum Narakuga? Boah, cooles Viech, cooles Viech. Besser als manche andere. Oh ja, in der Tat. So, das ist unser Hauptgegner, da oben ist er. Der chillt nach wie vor in der 7.
Stealth-Camper-Team. Ja, nice. Sind wir irgendwie dumm? What the fuck? Wie haben wir denn jetzt verpasst? Drüber gesprungen. Sind wir drüber gesprungen? Hallo, Alter, vorhin. Aua. Das tat weh. Ich komme schon ziemlich auf die Kosten meiner Heiltränke gerade in dieser Mission. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, als du mir die Viecher beschrieben hast, hatte ich mehr Angst vor ihnen, als ich jetzt im Moment für ihn habe. So schlimm ist die schnelle, gleitende Blitzviecher gar nicht. Habe ich mir irgendwie schlimmer vorgestellt. Ja, der kann brutal nervig sein. Was war mein letzter normaler Heiltrank? Das bringt eigentlich das Wurfmesser, das man standardmäßig bei sich kriegt, das bringt eigentlich gar nichts. Ja, bringt nicht, nee. Das bringt eigentlich so ein Nichtmerz. Kannst du das essen, oder wenn dich damit bestäuben, dann funkelt es ein bisschen. Der Mieb. Der Mieb. Was bringt das? Keine Ahnung. Danke. Danke für die Heilung, jetzt habe ich nämlich gerade in... Wieso? Ey, immer, jedes Mal in dem Moment, wo du eine Dings einsetzt, eine Mega-Heilung für alle, taugt ich einen Trank und verschwende somit einen Trank von mir. Jedes Mal eigentlich. Ich setze nie einen Trank ein, das sind die Katzen. Seit wann können die Katzen alle heilen? Keine Ahnung. Aber scheinbar machen sie das. So, da warte jetzt nochmal, bis es gewachsen ist. Perfekt. So einen richtigen Blitzschaden, wie der geht, so macht er irgendwie nicht. Nee, nicht so stark. Ich hatte zumindest noch nie den Effekt, seltsamerweise. Ich schon. Oder vielleicht ist mir noch gar nicht aufgefallen. Er ist auch im Vergleich viel schwächer als der Ketsu. Ja. Aua. Aua. Jetzt hat er mich. Oder auch nicht. Yeah.
Viel sollte er theoretisch nicht mehr aushalten. Dem geht's nicht mehr so gut. Nee, die scheiß Nahabras, Alter. Elendiges Aufliegen. Aua. Kann man seinen Schwanz eigentlich auch abschlagen? Nee, ich bleib verdammt. Jawohl! Was? Nice. Mir hat gesagt, dass ich den Trank saugt, was ist das so? Ja. Oh, Toby kann zu diesem Membran. Noch ein Membran. Und eine Schuppe. Okay. Ja, ist auch ziemlich cool, ziemlich cool. I like. Die 2-4, muss ich ganz ehrlich sagen, mag ich bislang mehr als manch andere. Ja, in der Tat, das ist wohl richtig. Haben schon was an sich. Oh ja. Sweet. Zinoge wird geil. Na, glaube ich nicht. Oder? Glaube ich nicht. Oh doch, ich schon. Ich weiß es nicht. Was genau Zinoge sind die großen Seilkäfer? Sind die so selten, oder wie? Ja. Okay. Scheinbar schon. Interessant. All in a day's work. Ja, nice, nice. Jo. Aber anyways, war es das, glaube ich, auch schon mit dieser Folge. Ja, ja. Jetzt wird mal heftig viel gelootet. Yes, yes. Keine Ohnmacht. Nice. Und jo. In diesem Sinne war es das auch schon mit diesem Video. War es das wohl in der Tat, ja, ja. Was wir aber noch schnell schauen könnten, die Nakakuga-Rüstung. Ja, mal ansehen. Mach ich gleich. Aber wie du schon gesagt hast, das war's mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst unbedingt ein Like und ein Abo da. Aktiviert die Glocke, um keine neuen Updates zu verpassen. Und checkt natürlich auch den guten Sky Storm aus. Der verdient nämlich auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Oh ja, das wäre sehr toll. Schaut auch beim Wörlichsten bei. Seine Videos sind ebenso krass wie keine Ahnung was. Und dann, ja. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, Like da lassen, ihr wisst Bescheid. Und dann bis zum nächsten Video. Haut rein und tschüss. Ciao, Leute.